Aschenberg-Dubnus. Die Gesundheitsminister beraten gerade, wie die Zahl der Organspender gesteigert werden kann. Warum ist das jetzt gerade Thema? Ja, wir haben in Deutschland die Situation, dass ca. 12.000 Bundesbürger auf ein lebensrettendes Spendeorgan warten. Und das ist eine Situation, die wir für die Menschen verbessern wollen. Wie ist die Position der FDP? Es gibt ja verschiedene Lösungen, wie man die Zahl der Organspender steigern kann. Was schlägt die FDP vor? Also zunächst einmal muss man festhalten, dass wir in Deutschland die etwas paradoxe Situation haben, dass 3/4 der Bundesbürger sich vorstellen können, Organe zu spenden. Aber tatsächlich hat nur 1/4 der Bundesbürger einen Organspendeausweis bei sich und ausgefüllt. Also daran müssen wir arbeiten. Und als FDP-Fraktion haben wir ein Positionspapier zu diesem Thema verabschiedet. Das sieht vor, dass wir uns für die Zustimmungslösung aussprechen. Das heißt, wir belassen es dabei. Wir möchten keinen Zwang zur Organspende haben, sondern wir wollen, dass die Bundesbürger mehrfach in ihrem Leben mit der Frage konfrontiert werden und Aufklärungsmaterial erhalten. Wir stellen uns das so vor, dass die Ausweisbehörden, also dass die Länder dazu verpflichtet werden, bei der Ausgabe von Personalausweisen oder Führerscheinen verpflichtend Organspendeausweise und das entsprechende Informationsmaterial an die Bürger auszuhändigen. Und wenn das Transplantationsgesetz dann beraten werden soll im Bundestag, das ist ja eine auch moralische Frage, wie stellen Sie sich das vor? Kann darüber so abgestimmt werden wie auch bei anderen Gesetzen? Oder wird das freigegeben vom Fraktionszwang, wie jetzt ähnlich auch beim Thema PID? Also das muss ähnlich wie beim Thema PID ablaufen. Das ist eine ganz persönliche, hochethische Frage, wie jeder Abgeordnete darüber abstimmt. Und ich denke, es wird dazu führen, wie bei der PID, dass Anträge erarbeitet werden, dass der Fraktionszwang aufgehoben wird und dass wir eine offene Debatte im Bundestag haben werden.